Maxi Minze, Carlos Kokos oder doch lieber Frieda Früchtchen? Die Wahl des richtigen Reisebegleiters fällt ganz schön schwer. Johannes Lutz und Christoph Lung haben sich auf einer Weltreise in Mexiko kennengelernt und hatten dort die zündende Idee für ein richtig praktisches Produkt. Ein Duschbrocken ist festes Shampoo und Duschgel in einem, speziell für Reisende. Wenn man Shampoo und Duschgel normalerweise auf Reisen oder im Rucksack mit dabei hat, hat man manchmal Probleme, wie das es ausläuft, wenn man es vom Gepäckband holt. Man kann es nicht mit ins Handgepäck nehmen. Es ist lang nicht so ergiebig und die ganzen Probleme lösen wir jetzt mit dem Duschbrocken. Und gleichzeitig ist es eine nachhaltige Alternative, weil wir auf viele Sachen verzichten, die in sonstigen Shampoos oder Duschgels drin sind, wie Silikone, Parabene, Sulfate, Mikroplastik. Palmöl. Ja. Und dadurch, dass es fest ist, passt es natürlich oder braucht es auch keine Plastikverpackung. Das heißt, die spart man dann auch schon mal. Und kaum waren sie im Januar zurück in Deutschland, ging es auch schon an die Arbeit. Inzwischen haben sie das Rezept perfektioniert. Die Zutaten sind genau abgewogen und werden von einem großen Rührgerät vermischt. Den größten Teil machen dabei Stoffe aus den Fettsäuren des Kokosöls aus, die leichter verträglich und umweltfreundlicher sind als Palmöl. Danach portioniert Christoph die Masse, damit Johannes in der Presse den Duschbrocken in seine richtige Form bringen kann. 2 bis 3 Tage trocknen und fertig ist der Reisebegleiter. Die ersten selbst hergestellten Duschbrocken mussten natürlich auch getestet werden. Das war die Aufgabe der Familien. Anfangs ging das auch mal ziemlich daneben. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben mal meinem Cousin einen Duschbrocken gegeben, wo wir zum ersten Mal mit Farbe hantiert haben. Und einen Tag später haben wir den Anruf bekommen und gesagt, ja, das schäumt natürlich super und es ist gut, aber mein ganzes Badezimmer sieht aus, als das war ein roter Duschbrocken. Das heißt, das ganze Badezimmer sah aus, als hätte man da jemanden geschlachtet. Das war schlimm, das ganze Handtuch war rot, alles, der ganze Duschvorhang war rot. Da wussten wir dann, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel Farbe benutzt haben. Jetzt ist das natürlich anders. Die beiden haben schon einige Fans gewonnen. Reiseblogger haben die Duschbrocken getestet und sind begeistert. Ihr Feedback ist auf der Duschbrocken-Internetseite veröffentlicht und lautet zum Beispiel: Duschen hat noch nie so viel Spaß gemacht. Es ist bunt, es schäumt, es ist vor allem ohne Mikroplastik. Klare Empfehlung von uns. Das erklärt auch den Crowdfunding-Erfolg von Johannes und Christoph. 5.000 € waren das Ziel und schon nach nur einer Stunde war es erreicht. Überwältigend für die beiden jungen Unternehmer. Ganz ehrlich, wir sind auch schon oft jetzt mal unter uns gesprochen, habt ihr damit gerechnet, dass es so abgeht? Mhm. Nie im Leben. Wir waren positiv gestimmt und auch selbstbewusst, dass wir das Funding-Ziel erreichen können, weil das war der Betrag, wo wir gesagt haben, dann können wir uns mal einrichten, dann können wir mal die Inhaltsstoffe kaufen, dann können wir wirklich mal eine erste Produktion starten. Als wir dann nach einer Stunde, wir haben das ja immer die ganze Zeit mitverfolgt und als nach einer Stunde das Funding-Ziel erreicht war, das war unglaublich und als am Ende dann fast 50.000 € zusammengekommen sind, das war der Hammer. Aber niemals. Und so müssen die beiden allein für August und September 5.000 Duschbrocken herstellen. Danach kümmern sie sich darum, die Produktion noch effizienter zu machen, damit sie auch in Zukunft viele weitere Duschbrocken herstellen können.